Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Das hier ist mein Handarbeitspodcast Sweet Little Things und hier geht es ums Häkeln, Stricken, Spinnen, Nähen und all die süßen Dinge drumherum. Wie immer, ich freue mich, ob ihr mir schon länger folgt und eingeschaltet habt oder ob ihr gerade neu zu mir gefunden habt. Ja, heute nehme ich den Podcast mal einen Tag eher auf als sonst. Ich werde ihn euch aber erst morgen hochladen. Warum? Ganz einfach, ich habe morgen früh oder morgen Vormittag wieder die Sprachtherapie, die Logopädie mit meinem Kleinen und dann muss ich kurz nachdem das fertig ist auch schon meinen Großen von der Schule abholen und dann muss ich nochmal zur Arbeit für 2 Stündchen für ein Meeting, ein On-Site-Meeting, ein Face-to-Face-Meeting, ja. Von daher nehme ich euch heute am Mittwoch mal das Video auf, weil ich nicht weiß, ob ich dann am Freitag dazu kommen würde. Denn am Freitag muss ich hier ein bisschen was vorbereiten, weil ich wieder ein Handarbeitstreffen hier veranstalte. Also wer das noch rechtzeitig sieht und gerne vorbeikommen würde, schreibt mir einfach eine kurze Mail, eine WhatsApp-Nachricht oder eine Instagram-Nachricht und dann kriegen wir das schon hin. Momentan sind wir, glaube ich, zu 5 oder zu 6, also eine gemütliche, lustige Runde und wir bestellen wahrscheinlich wieder Pizza zum Abendbrot. Yay, ich freue mich. Und worüber ich mich noch freue ist, ihr seht es, ich habe es an, mein Harvest Cardigan ist fertig. Ist genauso lang geworden, wie ich es wollte. Die Farben sind schön. Genau, ich habe ja keine Knöpfe oder sowas dran gemacht. Den könnte man jetzt auch noch hier so schließen mit einer kleinen Schließe oder sowas. Aber muss jetzt nicht sein, ich trage meine Jacken eigentlich ganz gerne offen. Ja, da hat ja nur noch ein bisschen Abketten gefehlt beim letzten Mal, deshalb sage ich gar nicht mehr so viel dazu. Ich habe den auf 5er Nadeln gestrickt. Die Wolle habe ich bei einem Gewinnspiel gewonnen von Arcan Fiberworks. Das ist ein Färber aus Kanada. Das ist 8-fach Sockenwollgarn, also DK-Stärke 80-20 oder 75-25er zusammen. Das weiß ich nicht genau. Ist aber eine ganz normale Sockenwolle sozusagen. Schön kuschelig weiß. Das Einzige ist nur, guck mal. So sah der schon aus nach dem Waschen. Ich habe den fertiggestellt, gewaschen und so sah er dann aus, als es trocken war. Also dieses Garn pillt verdammt stark. Hätte ich mir das gekauft, würde ich mich wahrscheinlich ärgern. Aber da ich es geschenkt bekommen habe und der Cardigan ja trotzdem richtig schön aussieht, ärgert es mich jetzt nicht. Ich muss nur meinen Wollrasierer suchen und da muss ich mal einmal rübergehen. Vielleicht sind es auch nur überschüssige Fasern, dass das jetzt beim ersten Mal Waschen passiert ist. Und wenn ihr es hier im Hintergrund knacken hört oder so, das sind die Hunde, den habe ich, damit so ein bisschen Ruhe geben. ein paar Hasenohren zum Snacken gegeben und die knabbern sie gerade. Wobei, ich glaube, der Große hat seins gerade schon aufgegessen. Yay, yay! In 4 Minuten. So, also, das ist mein einziges fertiges Projekt für diese Woche. Bedenkt, ich habe einen Tag weniger Zeit zum Handarbeiten gehabt und irgendwie war mein Mojo auch nicht so da. Plus, ich habe meine Zeit ein bisschen vertrödelt mit etwas, das ich euch zeige, bei dem ich 1000 Mal neu anfangen musste, bis ich dann gestern endlich, bis der Knoten geplatzt ist, vorhin. Es war nach dem Aufstehen, ja. Vorhin der Knoten geplatzt ist, dass ich meine Maschen falsch gemacht habe, dass es deshalb so komisch aussah. Aber kommen wir zum ersten Fortschritt und zwar an meinem Ellen's Playset, dem Jäckchen nach einer Anleitung von Tinke Nitz, die ich nicht so besonders gut finde. Eigentlich hat das Jäckchen noch ein Lochmuster, ein Eyelet-Muster. Das habe ich aber nicht reingestrickt, weil ich nicht kapiere, wie ich es zu machen habe. Beim letzten Mal war ich hier und das kam hinzu und ich muss noch so um die 20, 25 Runden oder Reihen stricken und dann kann ich das Bündchen ranstricken. Und dann kommen noch die Ärmelchen ran und die Blende und mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass mein Garn vielleicht nicht reicht, auch nicht mit der kleinen 100 Meter Schleife, ich weiß es nicht genau. Aber zur Not bestelle ich mir das einfach nach. Den Bobble hatte ich ja gewonnen bei dem Gewinnspiel von Katrinchen Kirschblüte. Und zwar ist das von Unikatis Bobble. Und das ist Jubiläum 200. Der Mützenbobble 300 Meter, 5-fach 50% Baumwolle, 50% Polyamid oder Polyacryl meliert. Genau, den kann man ja gut
nachbestellen, weil ich kann das immer nicht so einschätzen. Ich bin ja nicht so der Bobbelbobbler, Bobbelstricker, obwohl es mittlerweile immer mehr wird. Ich stricke das auf. Ja. Auf. Eigentlich steht doch hier irgendwo auf den Nadeln mal die Größe drauf. Es müssten 3,0er oder 3,5er. Beim letzten Video habe ich es euch gesagt, da habe ich es schon rausgefunden gehabt. Ich glaube 3,0er oder 3,5er Adi Novell feste Rundstricknadeln auf einem, ich glaube, 40er oder 60er Seil. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber das ist die Nadelstärke, mit der ich so einigermaßen mit der Maschenprobe hingekommen bin. Wobei, nee, ich glaube, das ist gelogen. Meine Maschenprobe ist, glaube ich, so ausgefallen, dass das, was ich stricke, größer wird. Deshalb habe ich die kleinste Größe angeschlagen und orientiere mich so ein bisschen auch mit den Längenweiten von mit den Längenmaßen von den Armen und vom Körper an der Anleitung vom Harvest Cardigan von 0 bis 6 Jahre, 0 bis 6 Monate und gucke da, weil irgendwie passt es da zusammen. Genau. Erstmal orientiere ich mich daran. Ich werde das dann nochmal ausmessen, werde das mit der Maschenprobe nochmal durchgehen und dann werde ich gucken, ob ich in der Länge verlängere, damit es eine 6 bis 12 Monate wird oder ob ich die 0 bis 6 Monate beibehalte. Das kommt ja in meine Sammelkiste. Ich muss mal ganz kurz pausieren. So, und weiter geht's. Mein Freund hat nämlich angerufen, weil wir so ein bisschen Probleme mit unserem Abfluss gerade haben. So, jetzt sind wir auch wieder einigermaßen gerade. Genau, also ich orientiere mich erstmal an den Längenmaßen von 0 bis 6 Monate und dann messe ich mir das nochmal aus, vergleiche das mit den Maßangaben aus der Harvest-Anleitung, weil ich die deutlich besser finde und übersichtlicher und dann entscheide ich, wie lang oder kurz das Jäckchen im Endeffekt sein wird und es kommt ja, wie gesagt, auch in meine Verschenkekiste und ja. Da ist es aufgegangen. Ich mache mal wieder den kleinen Markierer hier ran. Dann war das Projekt Nummer 1. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Irgendwie so einen rauen Hals heute. Genau. So. Dann kommen wir zum nächsten. Da würde ich mal sagen, machen wir mal ein Sockenprojekt. Was haben wir hier drin? Ah, meine Weihnachtsanstrick Nummer 2 ist es, glaube ich, oder 1, mein Weihnachtsanstrick Nummer 1, genau. Da habe ich die erste Socke ja schon fertig, die habe ich euch ja schon vor Wochen in die Kamera gezeigt. Und das ist Nummer 2. Da habe ich jetzt das hier gestrickt. Da müsste ich bald anfangen mit der Ferse. Also das alles kam hinzu. Das habe ich auf der Autofahrt am Wochenende gestrickt. Die war jetzt nicht besonders lang und ich war nicht besonders motiviert zu stricken. Mir ging es nicht ganz so gut. Ich hatte einen klitzekleinen Kater. Ja, passiert, wenn man normalerweise nicht trinkt und dann ein bisschen was trinkt, dann reagiert der Körper darauf. Ich werde mich also wieder darauf beschränken, keinen Alkohol zu trinken. Genau. Das ist eine Butinette Sockenwolle, eine Weihnachtssockenwolle. Ich glaube, Winterzauber. Und ja, kann man nicht so viel zu sagen. Stricke ich auf. Mit 56 Maschen auf 2,25er Adi Crazy Trio Novel Long. Mit einer kaputten Nadel. Ich weiß gar nicht, wo ist die? Die war schon kaputt, aber es war mir jetzt zu viel Aufwand, wegen einer kaputten Nadel das zurückzuschicken. Ist denn die Nadel jetzt hin? Ach, da. Sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Aber die ist abgebrochen. Da ist die Spitze ein bisschen abgebrochen. Kann man trotzdem stricken. Ich nehme einfach die andere Seite und dann läuft das auch. So. Dann versetze ich mal den Fortschrittsmarker, was nicht so einfach ist, weil mir gestern der Fingernagel abgebrochen ist am Daumen. Wir rasen hier ein bisschen durch, aber ich habe wie gesagt nicht so viel Zeit heute. Vergessen hier den Fortschrittsmarker umzusetzen. Das machen wir mal noch. So,
Und nochmal den hier nehme ich auch. Und dann haben wir das nächste Projekt, an dem es endlich mal wieder weiterging, obwohl es mir wirklich gar keinen Spaß macht. Aber ich habe jetzt die Nadeln gewechselt, da geht es ein bisschen besser. Und zwar der Pullover für meinen Freund, die Anleitung Hoodie von Go Handmade. Ist eine kostenlose Anleitung, die ihr runterladen könnt auf der Go Handmade Seite oder bei Hobby. Und da habe ich ja Vorder- und Rückenteil abgetrennt und da bin ich jetzt, habe ich das dazu gestrickt, bin ich ja jetzt beim, ich glaube, das ist, ja, Rückenteil. Und ich habe die Nadeln gewechselt. Ich stricke jetzt mit den 5,0ern aus dem Knit and Zip System von Knit Pro. Vorher hatte ich die 5,0er Knit Pro Smart Sticks drin, aber die sind mir zu schwer. Insgesamt auch mit dem ganzen Gewicht, was hier an dem Pullover hängt, ist mir jetzt einfach zu schwer und strickt sich schöner in diesen großen Größen mit Holz. Und ja, stricken tue ich das auch doppelt gehaltener Wolle und zwar von Go Handmade. Für die wurde die Anleitung geschrieben. Lasst euch auf der Hobbyseite nicht verwirren. Besonders diese Farbe hier, dieses schöne Hunting Green, sieht deutlich heller aus, als es ist. Also ich halte Hunting Green doppelt mit Soft Green. Das ist die Soft Bamboo Fein, 180 Meter auf 50 Gramm. Und das ist die Cozy. Die hat 50%, 60% Baumwolle und 50% Acryl und 100 Meter auf 50 Gramm. Die beiden doppelt gehalten ergeben dieses schöne Melierte. Genau, mein Freund ist auch schon etwas ungeduldig, aber ich habe ihm gesagt, Schatz, du hast gesagt, das hat keine Priorität. Deshalb hat es für mich jetzt auch keine Priorität. Nächsten Winter ist es fertig, also Ende diesen Jahres. Ja, da muss ich auch noch ein paar Reihen hoch und runter mal hin und zurück stricken und dann kommen die Schultern, glaube ich, der Nackenausschnitt, dann wird das alles stillgelegt und dann strickt man die Vorderseite hoch, macht den Halsausschnitt und auch die Schultern und schließt es dann, glaube ich, hier irgendwo, hier auf den Schultern. Und dann werden die Arme eingesetzt. Ich habe immer noch nicht gelesen, ob ich die einzeln stricke und dann einnähe. Oder ob, was ich lieber machen würde, die direkt ranstricke. Wenn die zum Einnähen sind, glaube ich, würde ich mich auch wieder an der Anleitung vom Harvest oder vom Flex bedienen. Und die Ärmel direkt einstricken. Finde ich nämlich persönlich besser. Genau, also an dem geht's auch weiter. Achso, die Soft Bamboo ist, habe ich euch die Zusammensetzung gar nicht gesagt, ne? Soft Bamboo hat eine Zusammensetzung von 70% Viskose aus Bambus, 23% Baumwolle und 7% Acryl. Und die fasst sich so toll an, die ist so schön weich, die ist, oh, hat auch ein bisschen ihren Preis, finde ich, aber ist jetzt nicht extrem teuer, ne? Also ist immer noch ein Hobbygarn, aber ja, ist jetzt nichts, wo ich mir jetzt eine Pullovermenge einfach mal so bestellen würde, auf gut Glück. Da müsste ich schon ein Projekt für im Kopf haben, weil mit 180 Metern ist das ja eher ein Sportweight, also eine 6-fach-Sockenwolle. Von der Stärke her, wenn wir uns da bewegen. Ich sage gerne Sockenwolle, einfach nur um die... Also nicht, weil es Wolle ist, die man für Socken benutzt, das ging ja schon ein paar Mal hin und her, sondern um für mich selber im Kopf klar zu machen, was es für eine Stärke hat. Also 6-fach Sockenwolle ist Sportweight, 4-fach ist Fingering und 8-fach ist Decay Double Knit. Also 8-fach ist halt 4 plus 4, ist doppelt gehalten, das 4-fache. Genau. Aber falls ich irgendjemand damit mal verwirrt habe und ihr nicht wisst, was das für ein Garn oder so ist, dann könnt ihr mich natürlich gerne fragen. So, dann habe ich noch zwei Täschchen, in denen Fortschritte schlummern und zwei neu angeschlagene Dinge. Und die neu angeschlagenen sind sogar häkelig. Und zwar kommen wir zu den Socken für meine Schwester und ihre Freundin. Und da hatte ich euch das letzte Mal ja gezeigt, dass ich an der Ferse vorbei war. Und dass ich aus Versehen bei beiden die schwarze Ferse eingestrickt hatte, statt bei der einen die schwarze Ferse und bei der anderen die haben uns verheddert,
die Altrosa. Genau. Das kam hinzu, also nicht allzu viel. Ich werde euch ja auch gleich sagen, warum. Die Sohle mache ich ja jetzt abwechselnd gestreift und vorne geht das Herzchenmuster weiter. Das sind die Socken für die Freundin meiner Schwester. Die stricke ich aus. Guckt bitte in meine Projektnotizen. Wartet mal, vielleicht kann ich ja schnell die mal öffnen. Ich vergesse das immer. Das Schwarze ist auf jeden Fall ein Fine Merino Socks von Lanatus in einfach Schwarz. Das war ein 100 Gramm Knäuel, was ich in vier 25 Gramm Knäuele geteilt habe. Hole mir mal kurz das hier so ein bisschen ran. Und das mauvefarbene, würde ich mal sagen, oder Altrosa ist von Supergarne die Aktiv-Fine Cotton Solids in der Farbe 7713. Und da hatte ich 250 Gramm Knäule, die habe ich jeweils in 225 Gramm Knäule gewickelt und mir hier reingepackt. Ich hoffe, dass mir das Garn reicht. Ich hoffe es wirklich. Ich kann es momentan überhaupt nicht einschätzen, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Und ja, dementsprechend gucken wir mal, ne? Zur Not muss ich was nachbestellen oder ich mache die Spitze, also stückel dann einfach an. Oder gehe direkt in Schwarz über und stricke dann nur mit Schwarz weiter. Schwarz habe ich noch. Zwar nicht von den Fine Merino Socks, aber anderes Schwarz. So, und warum bin ich da jetzt nicht so weit gekommen? Ich habe relativ lange an den Socken, an diesen zwei Paaren gearbeitet. Und schuld ist das zweite Paar. Ich hatte ja auch eine schwarze Ferse dort drin. Warum sage ich hatte? Oh, ich bin mitten, mitten in der Reihe. Ist ja auch herrlich. Denn jetzt ist da eine mauvefarbene Ferse drin. Und nein, es war nicht mein innerer Monk, der gesagt hat, die darf nicht schwarz sein. Ich habe die Ferse zu früh eingesetzt. Ich war, bevor ich euch beim letzten Mal, ach, habe ich rausgenommen, ich habe ganze 6 Runden oder was es waren, zu wenig von dem Muster gestrickt gehabt und habe dann direkt die Ferse angesetzt. Somit waren die Socken kürzer als die anderen. Und es wird ja beide Male eine 38, 39. Und ich weiß nicht, ob meine Schwester und ihre Freundin vielleicht ihre Socken untereinander tauschen wollen, dass jeder eine so bekommt. Und dann wäre das ziemlich blöd, wenn die unterschiedlich groß werden. Also lang vom Schaft her. Und deshalb habe ich die Ferse nochmal aufgeribbelt, eine Runde rückwärts gestrickt, damit meine Maschen alle wieder ordentlich auf den Nadeln lagen, inklusive den ja vorher zusammengestrickten Leatherback-Maschen. Und jetzt bin ich so weit, dass ich die erste Ferse drin habe und bei der zweiten Socke. Habe ich jetzt angefangen, die Ferse zu stricken. Genau, da fange ich jetzt gerade die Ferse an. Und ja, vor allem das Aufribbeln hat mich wirklich Zeit und Nerven gekostet. Und dann wieder ordentlich ins Muster reinzufinden. Und oh, deshalb ging da nicht ganz so viel voran. Zu den Farben muss ich ja euch ja nichts weiter sagen. Und stricken tue ich das Ganze auf 2,75er. Sockennadeln von Haya Haya. Beim Colorwork und auch die Dings habe ich so gestrickt, die Ferse. Das Bündchen habe ich auf 2,25er Nadeln gestrickt, damit es schön eng ist. So, ich muss mal noch mal ganz kurz pausieren. So, wenn der Hund mal seine Pfote wieder einziehen würde, könnte ich ja auch sitzen. Genau. Dann geht es weiter mit den beiden Projekten, die ich neu angeschlagen habe. Ich hätte auch gerade mal was trinken können, als ich Pause gemacht habe, aber so schlau bin ich dann manchmal doch nicht. Und zwar habe ich euch ja beim letzten Mal gesagt, dass ich eine Hexagonjacke anfangen möchte oder angefangen habe. Ich weiß es gar nicht, wenn ich euch jetzt was doppelt erzähle, tut es mir leid. Auf jeden Fall habe ich die Hexagonjacke von Katrinchen Kirschblüte angefangen.
ist ein kostenloses Videotutorial auf ihrem Kanal. Und wie man sieht, habe ich schon Farbwechsel hinter mir. Ich bin jetzt in zwei Grau, zwei Weiß. Zwei Hellgrau, zwei Weiß. Habe auch alle sechs Ecken. Genau, beim letzten Mal war ich hier. Dann hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich irgendwann auf einmal nur noch fünf Ecken hatte. Und ja. Man mag es nicht meinen oder glauben, aber ich muss mich auch hier konzentrieren. Ich musste schon ein, zweimal wieder eine ganze Runde zurück, weil ich festgestellt habe, ich habe in einer Ecke nicht die Ecke gearbeitet. Ja, aber das macht Spaß. Da bin ich dabei. Ich habe ja noch einen zweiten von den Bobbeln. Das ist ein Bell Day Home Strickgarn 1000 Meter 250 Gramm. Oh, niesen. Von Woolworths. Meine Nase kribbelt, als ob ich niesen muss, aber ne. Und ich häkel das mit einer 4,0er Häkelnadel. Und jo, bin jetzt, wie gesagt, erstmal so weit, wenn man das als Hexagon sozusagen zusammenlegt, als Jacke. Ich muss mal gucken, wie man das macht. Ist jetzt noch nicht so, so weit. Eine kleine Kinderjacke hätte ich schon, aber für mich muss da noch einiges rein. Ja, und wenn das nicht reichen sollte, ist es überhaupt nicht tragisch. Ich habe ja noch andere Vierfach-Bobbel. Dann wird da einfach improvisiert, dann wird da halt kunterbunt. Aber ich glaube, ich sollte mit 2000 Metern, ne, sollte ich für meine Größe, ich habe so eine SM, sollte ich das hinbekommen. Ja, der Bobbel ist 50% Baumwolle, 50% Polyacryl, also genauso in der Zusammensetzung wie der Bobbel von Katrinchen, aber wahrscheinlich maschinengewickelt. Und nicht per Hand wie bei der lieben Katrin. Genau. So. Und last but not least, kommen wir mal zu dem Projekt, was mich Nerven gekostet hat. Und zwar muss ich da mal kurz ausholen. Ich habe das letzte, vielleicht ist es heute auch schon das vorletzte Video, ich weiß nicht genau, ich habe nicht geguckt, ob Cindy schon ein neues Video hochgeladen hat. Auf jeden Fall eins der letzten Videos von Cindy von Masche für Masche mir angeguckt. Und da hat sie gezeigt, dass sie gerne eine Mochila Bag häkeln würde. Und zwar heißt die The Birds von Priscilla Bradburn. Das ist eine kostenfreie Anleitung. Sie hält auch das Bild hoch in die Kamera, alles toll. Und sie hatte gefragt, ob jemand das mit ihr zusammen häkeln möchte. Und ich habe ihr dann per WhatsApp geschrieben, dass ich da gerne mitmachen würde. Ich sollte auch alle Wollen und so haben, bla bla bla. War ein bisschen voreilig. Ich hatte kein Weiß, kein Schwarz und an und für sich kein Gelb. Dann bin ich am nächsten Tag losgezogen oder war es noch am gleichen Tag und habe mir Schwarz und Weiß besorgt. Mein Garn ist ja eigentlich die. Da ist keine Banderole mehr dran. Mondial Bio, Cotton Soft Bio mit 180 Metern auf 50 Gramm. Die habe ich ja noch aus meinen Amigurumi-Herstellzeiten. Und ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Also ich hätte von. Banderole habe ich auch nicht hier, aber die liegt auch nicht auf dem Tisch. Von, ich glaube, das ist eine Gründelwolle. Die gibt es bei uns in so einem Schreibwaren-Spielzeugladen. Aber da hatten sie nur noch zwei schwarze. Und dann dachte ich mir so, nee, dann hole ich das nicht. Die hat 170 Meter auf 100 Gramm. Auf 50 Gramm. Und die hat nur zwei schwarze. Und in der Anleitung steht aber drei. Und ich hätte gerne was U3. Und die wussten auch nicht genau, wann die nächste Lieferung kommt. Okay. Dann bin ich zu unserem Billigladen, zum Thomas Philips. Da hatten sie die GB-Wolle. Die hat ungefähr die Stärke von Catania. Die sieht ja, oder kommt der Catania sehr nahe, also 125 Meter. Die hat aber gar kein Schwarz. Ah, gut, dann bin ich zum Rossmann, habe da drei schwarze und ein weißes Catania-Knäuel gekauft. Und wie ich zu Hause bin und anfange zu häkeln, erstmal sah das komisch aus, was ich gehäkelt habe. Fällt mir auf, ich habe gar kein Gelb. Ich habe mich verlesen, da stand Goldgelb und ich habe Gold genommen, aber das passte jetzt nicht. Der Phönix, der da entsteht, oder der Vogel, der da entsteht, würde zwar mit Gold funktionieren, aber nicht das andere drumherum.
mit Gelb. Dann dachte ich mir, okay, nimmst du eine Sockenwolle, ist ja jetzt nicht so tragisch. Die hat sich aber von meinem Hellgrün nicht richtig abgesetzt. Oh, dann habe ich mich ständig verhäkelt. Dann haben sich die blöden Fäden immer verknotet, weil es ja Tapestry häkeln. Und dann habe ich Cindy nur geschrieben, ich habe keinen Bock mehr, ich mache wieder auf, ich suche mir eine einfachere Anleitung. Und sie hat mir dann ein Video geschickt, wo gezeigt wird, wie sich die Fäden nicht so verhäkeln. Und ja, dadurch wird es ein Projekt, was ich definitiv nicht mitnehmen kann, weil man die Knäuel immer vor sich liegen hat. Ich dachte mir, okay, du gibst nicht auf, du probierst es nochmal. Und dann bin ich aber nochmal los und habe mir ein. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ein dunkelgrün, ein neues geholt bei Thomas Phillips. Genau. Da steht jetzt 1 zu 0 Hund gegen Wollknäuel. Sie war der Meinung, ich darf nicht häkeln. Ich muss erstmal ein bisschen mich in Achtsamkeit üben und ein bisschen runterkommen und ne. Leider weiß Frau Fluff nicht, dass mich Entwirren von Knäueln nicht ruhig macht, sondern aggressiv und dass mich das nervt. Auf jeden Fall habe ich mir nochmal einen dunkelgrünen besorgt, weil das jetzt mit meinem eigentlichen dunkelgrün, was ich hatte, einen viel besseren Kontrast hat. Das ist jetzt hellgrün und das ist dunkelgrün. Vorher hatte ich so ein leicht mintiges, nee, so ein gelbgrün. Genau, so ein Lindgrün. Nicht mint, sondern Lindgrün. Und das hat sich mit dem gar nicht abgesetzt. Und jetzt nehme ich die beiden als hell und als dunkelgrün. Und ich habe mir von der, ich glaube, Gründel, muss eine Gründel sein, weil die vertreiben Gründel, habe ich mir noch ein schönes knalliges Sonnengelb geholt. Und jetzt konnte es dann losgehen. Ich habe dann trotzdem noch mal dreimal aufgezogen. Also es dauert seine Zeit. Es ist jetzt noch nicht viel, was passiert ist. Ne? Also es ist Tapestry häkeln. Das heißt, man häkelt immer mit fünf Fäden dran, die ab und zu wechseln. Und ich hatte immer so einen komischen Versatz und Cindy hatte mir ihr es auch geschickt. Und es sah anders aus als meins und ich konnte mir nicht erklären, warum mein Gehäkeltes so extrem anders aussah als ihrs und das in der Anleitung, bis ich mir dann nochmal ein Video angeguckt habe und da dann klar wurde, ah, okay. Die machen den schönen Farbwechsel sozusagen, wie ich ihn von Amigurumis kenne, indem man, also beim Tapestry-Häkeln muss man, wenn man zum Beispiel eine schwarze Masche hat, wenn man eine dunkelgrüne Masche hat und danach kommt eine schwarze, dann macht man mit der dunkelgrünen Masche, mit dem dunkelgrünen Farben nur eine halbe Masche und holt das letzte durch mit Schwarz. Dann geht man in Schwarz rein, macht eine schwarze Masche, so viele wie Schwarz kommen. Und wenn es dann wieder wechselt, sagen wir mal auf drei, also drei schwarze und dann wieder eine dunkelgrüne, dann macht man eine schwarze, die zweite schwarze und die dritte schwarze wieder bis kurz vor den letzten, bevor man es durch die zwei Schlaufen durchholt und holt dann schon den grünen Faden. Es ist noch nicht viel, aber es ist. Es wird. Bei mir sieht es hinten auch soweit ganz ordentlich aus. Ich habe das gemacht, was die Designerin gesagt hat, außer hier. Ich habe die Fäden dann schon mal durchgezogen, nachdem sie eine Weile eingehäkelt waren, damit hier, Entschuldigung, hier hinten nicht so viele Fäden rumhängen. Ich finde, es sieht auch von vorne ganz gut aus. Das sind die Fäden, die ich jetzt dran habe: weiß, gelb, dunkelgrün, hellgrün und schwarz. Und wenn ich da demnächst dran weiterarbeite, muss ich das natürlich wieder entwirren. Es macht auch keine Probleme, dass Schwarz, Weiß und Dunkelgrün an und für sich 125 Meter auf 50 Gramm haben. Das Gelbe hat 170 Meter auf 50 Gramm und alle anderen Farben sind dann wie das Hellgrüne bei mir mit 180 Metern auf 100 Gramm. Aber ich bin jetzt auch wieder so ein bisschen im Häkelfieber. Man häkelt das mit einer Häkelnadel, die ich schon wieder nicht hier drin habe. Aber mit einer 2-0er-Nadel. Und ich bin so ein bisschen im Häkelfieber und ich habe noch relativ viel, würde ich mal sagen, von meiner Baumwolle, meiner Mondial Cotton Soft Bio. Ich habe mich aber ein bisschen umgeguckt nach günstigerer Wolle, vor allem für Sachen, wo ich keine Amigurumis mache, die ich verkaufe. Dafür würde ich weiterhin nur meine Gott-zertifizierte Wolle nehmen, wobei man da auch Catania zum Glück mittlerweile nehmen kann, die ist auch zertifiziert. Aber einfach,
um ein bisschen was Günstigeres zu haben, um eine etwas größere Auswahl zu haben. Weil momentan mache ich ja, wenn ich Kuscheltiere häkle, auch nur für meine Kinder. Die schlucken die nicht runter, von daher kann mir da auch das Verhalten in Magensäure relativ egal sein. Und da habe ich gestern zugeschlagen. Also ihr merkt, wir sind jetzt im Blablabla. Das ist ja alles fertig. Und da ist mir gestern Hobby wieder dazwischen gegrätscht, denn es kam die Benachrichtigung, dass die Baumwoll-Wundertüte wieder verfügbar ist. Da ist alles Mögliche an Baumwolle drin und dann dachte ich, bestelle ich mal einfach. Und dann dachte ich, okay, dafür eine Bestellung lohnt sich auch nicht. Und jetzt teste ich mich so ein bisschen quer durchs Sortiment. Also es ist eine Bestellung von über 200 Euro. Ich habe aber einiges an Rabatt da, wenn man, also ich habe so Farbpakete gekauft. Keine einzelnen Knäuel, sondern mal so Pakete. Dadurch habe ich auch ein paar Farben dann doppelt, was aber gar nicht schlimm ist. Und je mehr man davon kauft, desto größer wird der Rabatt bei den meisten. Und dadurch habe ich da schon einiges gespart. Plus, ich habe noch, man kann ja bei immer dienstags auch am Bingo teilnehmen in der Hobby-App. Und da habe ich nochmal 8% auf meinen Einkauf bekommen. Und das Schöne war, wenn ich in der App bestellt habe und nicht über die Website, habe ich auch ab 79 Euro Versandkosten frei gehabt. Auf der Website hätte ich 4,99 € bezahlen müssen. Und dann habe ich einfach alles nochmal in der App mir rausgesucht und dann waren auch noch die 5 € Versand weg. Plus 8% Rabatt auf den gesamten Einkaufswert, plus nochmal die Rabatte, die ja vorher schon abgezogen wurden. Und ja, da warte ich jetzt, dass das dann geliefert wird und freue mich schon auf ganz viel Baumwolle, weil ich will ja auch im Sommer noch ein bisschen, ja, auch aus Baumwolle mir was häkeln. Und vielleicht macht mir das Mozzarella-Back-Häkeln ja auch ganz viel Spaß, dass das mehr werden. Und selbst wenn nicht, kann man ja auch so schöne Taschen oder Netze aus Baumwolle häkeln. Dafür bietet sich das ja an. Und Baumwolle wird ja auch nicht schlecht und wird meines Wissens nach auch normalerweise nicht von Motten angeknabbert. Von daher, ja, sollte das nicht so groß stören. Ich habe einiges gespart durch die Rabatte, von daher habe ich da auch kein schlechtes Gewissen. Jo. Und ansonsten kann ich euch jetzt gerade leider so gar nicht zeigen, aber werde ich euch hinten dran auf jeden Fall nochmal anhängen, ein paar Bilder von meinem Shop-Update. Ich habe einiges an Wolle gefärbt, habe ich euch ja vor einiger Zeit erzählt. Und jetzt die letzten Tage bin ich dazu gekommen, das alles zu strengeln, zu labeln und einzustellen. Es ist auch schon einiges verkauft, also kaum was drin. Und ich habe auf Instagram verkündet, dass es ein Shop-Update gab. Da war auch schon sehr viel raus. Zwei Färbungen, ich gucke gerade mal. Warte mal, ich hole die mal. Die habe ich nämlich hier, weil die schon vorbestellt sind. Die sind nämlich auch schon fast ausverkauft. Und zwar Nice Try. Und ein bunter Hund, weil ich mir da leider nicht aufgeschrieben habe, welche Farben ich benutzt habe. Genau. Die beiden sind schon fast ausverkauft. Ich glaube, da habe ich von jedem nur noch ein oder zwei Stränge. Sowohl auf der Soft als auf der Simply Sock Base. Und dann ist eine Farbe drin. Ich glaube, die kommt gar nicht so richtig auf den Fotos gut rüber. Das ist so ein helles Haselnuss mit erdbeerroten Speckles drauf. Ich habe es Haselnuss-Eis mit Erdbeersoße genannt. Und also wenn die im Shop bleiben, werde ich mir daraus auf jeden Fall ein paar Socken noch stricken. Weil die Farbe in echt einfach total cool ist. Also ich habe da voll Appetit auf Eis bekommen. Aber generell muss ich sagen, sind echt schöne Farben damit bei. Auch Eisbonbon, also so ein schönes Gletschereisblau. Dann habe ich Dark Glacier gefärbt. Ich hatte ja Glacier, also Gletscherblau sozusagen oder Gletschereis schon mal vor ein paar Jahren gefärbt. Das war aber deutlich heller. Jetzt habe ich den Dark Glacier, also alles dunkler. Dann habe ich No Schnickschnack. Das ist, würde ich sagen, eine recht männertaugliche Farbe. Ich habe einige bunte Hunde drin, also es wurde sehr bunt, es ist sehr frühlingshaft, es ist sehr osterthematisch. Und ja, ich wollte mich eigentlich heute noch dran setzen und auch noch ein paar Ostermaschenmarkierer basteln, aber ich komme ja zu nichts. Ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich es am Donnerstag nach der Arbeit dann, also abends was zu basteln, dass ich es Freitag einstellen kann. Ich habe so schöne Charms
aus denen man richtig schön diese Maschenmarkierer, Schrägstrich, Ohrringe, Schrägstrich, Progress Keeper machen kann. Ich brauche nur die Zeit, um mich hinzusetzen und das zu machen, weil die müssen ja halt verbunden werden und ja. Aber da hoffe ich, dass ich demnächst noch was Schönes einstellen kann. Ansonsten sind natürlich auch schöne Maschenstopper im Shop, auch osterthematisch, auch kleine Möpse, Hasen, Osterküken. Jo, guckt doch einfach mal, ob euch da nicht vielleicht was gefällt und ja, unterstützt mich ein bisschen mit meinem kleinen Business. Auch wenn ihr irgendwelche Nadeln oder so sucht, wenn die ausverkauft sind oder wenn ich die generell nicht im Shop habe, schreibt mich einfach an. Ich kann das relativ einfach alles bestellen. Meistens findet sich noch was, was ich dann mitbestelle, damit das auch mit den Versandkosten von meinem Großhändler passt. Und ich hatte das letzte Mal das sogar so, ich habe Donnerstag bestellt und Freitag war es schon da. Also momentan sind auch sehr, sehr kurze Versandzeiten möglich. Genau. Ansonsten, wie gesagt, morgen, für euch morgen, ja, weil Donnerstag kommt das Video online. Am Freitag, den 15. März, mache ich wieder ein Handarbeitstreffen hier bei mir zu Hause. Ab 15 Uhr, ihr könnt auch später kommen, ist gar kein Thema. Schreibt mich einfach kurz an, dann gebe ich euch auch nochmal meine Adresse durch und ich würde mich freuen, wenn ich jemand von euch sehen würde. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wahrscheinlich wieder, je nachdem, wie das nächste Sock Madness Muster ist, ne? Weil das kommt ja, oder die Sock Madness endet diesen Samstag am 16. und dann denke ich mal, kommt 17. und 18. rum wahrscheinlich das neue Muster oder am 19. Von daher müssen wir mal gucken, wie weit ich dann so mit den anderen Sachen komme. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns nächste oder übernächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.